Heute in dem Video geht es um Frauen, in dem Video geht es um Korruption, in dem Video geht es um viele andere Dinge, die in Thailand passieren und wie ich da drin gesteckt bin, meine Meinung, was ich da schon alles erlebt habe. Viel Spaß, meine Freunde! Wisst ihr, über Thailand wird so viel erzählt und so manch einer kommt da durcheinander. Was ist jetzt wahr, was ist falsch? Ich lebe seit einigen Jahren hier in diesem Land und ihr erfahrt meine Erfahrungen, wie ich mit diesen Dingen im Endeffekt umgegangen bin. Und bei so manchen Dingen ist es sogar gefährlich, wenn man das verkehrt einschätzt. Viel Spaß bei dem Video, meine Freunde. Und ich fange jetzt mal an mit, man weiß ja nie, die Politik, Militärregierung ist bei jedem noch im Ohr und so. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Thailand ist sicher ein Land, die haben die letzten Jahrzehnte ziemliches Durcheinander im politischen Sinne erlebt. Aber man muss auch ganz deutlich sagen, es ist für den normalen Besucher, für den normalen Ausländer hier, sag ich mal, ist das Land hier relativ stabil und unproblematisch. Also es gibt, wenn es mal irgendwelche Ausschreitungen oder Turbulenzen gibt, dann ist es in Bangkok vielleicht mal ein Straßenzug, den man halt dann meidet. Da gibt es dann oft Demonstrationen gegen Polizei, Ausschreitungen etc. Aber es ist auf keinen Fall so, dass die ganze Stadt irgendwie on Achse ist und überall Stress ist, wie es oft in den Medien in Europa dann gezeigt wird. Was zunimmt, sind diese Einzeltäter-Attentate. Ja? Die hat man jetzt die letzten Jahre mal hier und da verstärkt gehabt. Ja? Auch das kann dir fast überall passieren. Wisst ihr, auch das Gleiche gab es vor einigen Jahren in München. Das ist aber immer noch in der Frequenz, wo ich sage, die ist jetzt nicht, dass das jeden betreffen würde und dass man davor Angst haben muss. Und es ist, glaube ich, irgendwo leider Zeitgeist auf dieser Welt. Was man halt auch unbedingt meiden sollte, laut Auswärtigen Amt, sind diese ganzen südlichen Regionen zu Malaysia rüber. Und auch bei Satun eben heißt, das sollte man ein bisschen Vorsicht wahren. Und Satun ist halt die Provinz, wo du nach Kulipe fährst. Ja, da war ich auch vor ein paar Jahren. Da ist jetzt auch nicht irgendwo, dass du dahin fährst und merkst dabei erhöhte Militär- oder Polizeipräsenz. Nicht mehr als sonst wo auf der Welt. Überall auf der Welt kann, wenn du irgendwo bist, irgendeiner durchdrehen und du bist mittendrin. Und genau das gleiche Risiko hast du hier auch in Thailand. Also nicht mehr, nicht weniger, ganz normal. Jetzt sind wir beim Thema Korruption. Korruption wird mit CPI gemessen. CPI ist einfach ein Wert, Korruptionsindex. Da wird jedes Land gemessen, da ist Thailand mit 35 Punkten von 100 auf Platz 108. Im Vergleich, Deutschland ist auf Platz 9. Also da ist da schon ein gewisser Abstand, ein gewisser Gap dazwischen, wo einiges passiert. Ja? Das heißt, wenn ein Land unter 50 Punkte hat, was Thailand ja hat, weiß das schon erhebliche Probleme mit Korruption auf. Und das alles steht auf dem Blatt Papier, aber was sagt das im richtigen Leben aus, Freunde? Ja, und da möchte ich euch jetzt wieder erzählen von meinen Erfahrungen. Ich lebe seit einigen Jahren hier und ihr fahrt jetzt zu mir, wo ich schon überall in der Zeit mit Korruption in Kontakt gekommen bin. Und da ist es ganz einfach so, wie kommt man als Ausländer denn mit Korruption in Verbindung? Wo könnte das denn passieren? Und da gibt es zwei Punkte in meinen Augen. Einmal ist Bürokratie, das heißt bürokratische Vorgänge einfach zu verschnellern, zu umgehen. Oder Polizei. Irgendwas ist passiert, du wurdest aufgehalten, sonst was. Das sind eigentlich die zwei großen Punkte, wie du als Ausländer, als Auswanderer hier mit Korruption in Verbindung kommen kannst. Und da kann ich euch jetzt einfach mal so sagen, mit der Polizei habe ich noch nie Probleme gehabt. Also ich habe noch nie mit der Polizei in irgendeiner Art und Weise denen irgendwas zahlen müssen oder sonst was. Also absolut kein Thema. Ich hatte einmal in meiner ganzen Zeit Korruption, wo ich wirklich was gezahlt habe. Und das war beim Hausbau bei uns in der Ortschaft oben, wo wir das Haus gebaut haben. Da war der Stromanschluss und da muss von den Stadtwerken, sage ich jetzt mal, von den thailändischen Stadtwerken, muss dann einer von der Elektronik-Supermeister kommen, der dann diesen Stromzähler abnimmt. Der guckt, ist da alles vernünftig angeschlossen? Passt das alles? Dann macht er seine Unterschrift und dann kann es erst weitergehen. Und da war bei uns irgendwas von einfach nur nicht, wie es er gern hätte. Und der gute Mann hat halt im Monat irgendwie zweimal Zeit und wenn er heute keine Unterschrift gibt, dann wird es auch nichts mehr. Das hat er uns so ein bisschen angedroht und ja, da merkt man einfach, auf was es drauf ankommt. Also wir hätten natürlich nichts zahlen müssen, dann hätten wir halt wieder 3 Wochen gewartet, bis der Typ kommt und in der Zwischenzeit geht es im Haus nicht weiter. Und dann hat meine Frau das natürlich alles geklärt und da waren es glaube ich 200 Watt, 5 Euro. Da hat er dann
einen Kaffee bekommen, 5 Euro, und dann hat er schnell unterschrieben. Das war das wirklich das einzigste Mal an Korruption, wo ich in den ganzen Jahren in Verbindung gekommen bin. Dass es probiert wurde, an so manch Stellen merkt man das immer, wenn sich jemand querstellen möchte. Wisst ihr, wenn plötzlich, ja, das ist nicht so einfach, ja, da muss ich nachschauen, ja, da muss ich mal gucken, ja, ich glaube, das geht nicht. Wenn ihr sowas hört, dann das schwingt dann schon immer das Ding mit, so, ja, gib mir ein bisschen was, dann mache ich das für dich. Aber wenn man da hart bleibt, wenn man sich auskennt, was für jeden Schritt eben vonnöten ist, was man tun muss, was man wirklich braucht, dann kann man der Person sagen, pass mal auf, nee, ich weiß, das funktioniert, du brauchst das, das und das, das hast du hier, also mach jetzt. Also nochmal, auf dem Papier ist Thailand ein sehr korruptes Land, im echten Leben hast du damit keine Probleme. Ja, das Gesundheitswesen. Was ist, wenn man mal krank ist in Thailand? Oft hört man immer wieder von den Leuten natürlich, ja, da ist man ja nicht so gut aufgehoben und ja, da gibt es nur Probleme und da fühle ich mich nicht wohl. Und ich verstehe da wirklich jeden. Also, wer geht nicht am liebsten zu dem Arzt, wo er schon seit Jahren ist, seit Jahrzehnten oder schon immer, wisst ihr? Ganz klar. Aber was ihr da hinter mir seht, das ist das Bangkok Hospital. Das gibt es eigentlich in jeder Großstadt hier in Thailand. Das gibt es in Pattaya, in Bangkok natürlich, das gibt es in Phuket. Und da bist du bestens aufgehoben. Also das sind wirklich richtige Krankenhäuser. Die haben mehr als europäischen Standard. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und das ist keine Übertreibung. Also guckt mal im Internet, googelt mal Bangkok Hospital, schaut euch die Zimmer an, schaut euch die Räumlichkeiten an. Die Ärzte, die sprechen Englisch. Also da bist du in besten Händen. Dem steht, ich sag mal, einem typisch deutschen Krankenhaus im Nichts nach. Bangkok Hospital ist sehr gut. Es gibt natürlich dann für, ich sag mal, für wirklich große Spezialsachen, wo man sagt, du, Operation offenes Herzen oder dann Bumrungrad. Bumrungrad in Bangkok ist natürlich ein Top-Krankenhaus der Welt. Also da, das ist wirklich unter den Top ganz oben. In Thailand hat man wirklich ein sehr gutes Gesundheitswesen, allerdings in den Großstädten. Das heißt, bist du jetzt irgendwo am Land draußen etc., da kann das natürlich anders aussehen. Da gibt es Kreiskrankenhäuser, die passen auch, wenn du dich mal verletzt hast. Da gibt es jetzt aber einen größeren Eingriff, sage ich mal. Da würde ich, wenn es geht, nach Bangkok, nach Pattaya, Phuket, je nachdem, wo du am nähersten einfach bist, dann fährst du in eine Großstadt zu einem großen Krankenhaus einfach, ganz klar. Und ihr müsst eines bedenken trotzdem. Es gibt ja in Thailand auch den Medizintourismus, wisst ihr? Es kommen ja extra Leute, es kommen teilweise Leute aus Arabien, Dubai, wo auch immer, nach Thailand und lassen sich hier irgendwas machen. In den großen Krankenhäusern, Bumrungrad, Schönheitsoperationen oder egal was. Also es gibt hier auch Medizintourismus, wo Leute von der ganzen Welt kommen und sich hier behandeln lassen. Ja, und weil ich euch ja auch von meinen persönlichen Erfahrungen berichten möchte, ist bei mir so, ich habe noch nichts extrem Wildes hier gehabt, da wo ich wirklich sage, ich war jetzt tagelang im Krankenhaus. Also ich war im Krankenhaus, aber immer nur ambulant, da wo es mich mit dem Motorrad geschmissen hat zum Beispiel, da hatte ich dann eine total tiefe, miese Brandwunde vom Auspuff und da musste ich dann schon jeden Tag zum Wunde auswaschen und so. Solche Sachen hatte ich, also eher kleinere Sachen. Es war immer alles top, sehr, sehr freundlich die Ärzte. Man kommt relativ schnell dran. Müsst ihr auch bedenken, es gibt hier keine Termine. Du kannst zum Arzt gehen, wenn du es möchtest. Also wirklich überhaupt kein Thema. Ich hoffe, ich kann mit diesen Worten euch vielleicht ein bisschen die Bedenken nehmen. Ein weiteres Thema ist natürlich auch, dass Thailand vor allem wegen seinem Sextourismus bekannt ist. Und das ist es auch. Auf jeden Fall, das ist es auch. Und dieses Vorurteil wirst du wahrscheinlich nie wieder wegbekommen. Aber das ist auch nicht schlimm. Weil was juckt uns das, was irgendwelche Leute denken? Ganz ehrlich, die meisten Leute, die das erzählen, die so negativ über Thailand reden, über Sextourismus, über alle Frauen sind käuflich und sonst was, das sind ja meistens die Leute, wo noch nie hier waren. Wisst ihr, es gibt natürlich touristische Gebiete, da wo das Nachtleben im Vordergrund steht, da wo natürlich die Party im Vordergrund steht, wo natürlich auch die sexuelle Unterhaltung nicht fehlen darf, ist ja auch klar. Da wo Geld gemacht werden kann, da wird natürlich Geld gemacht, ist doch ganz klar. Das ist weltweit überall das Gleiche. Nur, wenn man ehrlich ist, ist das 5% vom ganzen Land.
und 95% ist ganz anders. Also, dass man sich da auf diese 5%, aber so ist es doch immer. Es ist doch immer irgendwo eine Kleinigkeit und darauf wird rumgeritten. Genauso ist es mit den Frauen. Es ist einfach nicht jede Frau in Thailand käuflich. Das ist doch auch total dumm, das überhaupt nur zu denken. Man muss dazu aber auch sagen, Liebe und Sex hat in Thailand, aber auch in ganz vielen asiatischen Ländern, einen anderen Stellenwert wie in Europa. Da sind andere Wertigkeiten dahinter und das ist aber auch einer der Punkte, die so schwierig sind, einen Europäer zu erklären, wenn er es nicht wirklich selber mitgemacht hat. Dann ist immer in dem Kopf so, ja, Sextourismus, Frauen überall, das schwingt ja bei jedem mit. Auch bei meinen Kumpels irgendwo in Deutschland, die denken natürlich das auch ähnlich. Die sagen, ah ja, Thailand da überall, hat man ja schon tausendmal gehört, ja. Weil man es halt eben auch überall tausendmal hört, aber deswegen ist es nicht richtiger, ja. Wisst ihr, ich bekomme auch ganz oft Anfragen von irgendwelchen Filmteams, Fernsehen etc. Die sagen, Stefan, du bist in Pattaya, wir wollen gerne dich mit dir treffen und da irgendwas drehen zusammen. Und warum sind die in Pattaya? Warum sind die nicht bei mir oben am Haus? Oder warum sind die nicht im ländlichen Bereich? Wieso sind die nicht in Hua Hin? Wieso sind die nicht in Surat Thani? Wieso sind die nicht in Chumphon? Wisst ihr, was ich meine? Die sind immer in Pattaya oder vielleicht in Patong noch. Weil sie da das drehen können, eben, was sie dem typischen Zuschauern auf der Couch zu Hause in Deutschland präsentieren können, wo der davor hockt und sagt, ah, oh, das ist ja echt krass, was da in Thailand passiert. Oh, ist das aber schlimm. Ich versuche den Leuten so ein Spektrum von allem anzubieten, damit du siehst, ja, da ist es und massiv. Da ist es eigentlich wenig und da ist es gar nicht. Und der Großteil im Land ist es einfach gar nicht. Ja, und das nächste Thema, was ich ansprechen möchte, ist im Endeffekt auch so ein Thema, da ist so viel Unsicherheit da und auch so viel Unstimmigkeiten auch. Und da muss man auch sagen, es ist auch ein sehr, sehr undurchsichtiges Thema, also absolut. Und da geht es um Visa, um Bedingungen, um Voraussetzungen, damit du hier in Thailand leben kannst auch oder längere Zeit verbringst. Und da kann man im Internet immer googeln auf den Seiten der Konsulate und du findest genau die Listen, das was du brauchst, eben für ein Non-Immigrant O oder für ein Long-Stay-Visum. Und da kommt man drauf, so manch einer kommt da drauf, eben, dass er da gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt. Und da sage ich euch nur eins, von meiner Erfahrung seit einigen Jahren jetzt hier in diesem Land. Ich habe so viele Leute kennengelernt und es sind so viele Leute hier permanent in dem Land, die halt einfach die Voraussetzungen nicht erfüllen. Und die finden immer irgendwelche Schlupflöcher, irgendwelche Mittel und Wege, die aber immer noch seriös sind. Ja, also jetzt nicht irgendwelche illegalen, unseriösen Sachen. Aber in Thailand, wenn du lange Zeit bleiben möchtest, jeder findet seinen Weg. Also geht nicht, gibt's nicht, Freunde. Ihr müsst nur gucken, wie macht man's. Wisst ihr, da gibt's ganz viele Sachen, an die man gar nicht denkt. Manch einer, der macht irgendwo eine Schule, ist über das angemeldet. Der andere macht einfach einen Visa-Run. Der andere macht einen Sprachkurs. Der andere macht Muay Thai. Es gibt zu viele Möglichkeiten, dass du auch nicht verheiratet sein musst, um hier zu bleiben. Also nicht nur Rentnervisum ab 50, nicht nur Heiratsvisum und du kannst hier bleiben, sonst gibt es so viele Möglichkeiten. Und das muss man einfach mal auch ganz klar sagen, weil viel zu viele Leute, die hängen sich auf an die Voraussetzungen, wie sie auf diesen Internetseiten immer stehen und so. Und das ist auch richtig, das ist auch komplett nachvollziehbar. Aber das ist die Theorie. Und die Praxis sieht aber anders aus, Freunde. Es gibt für alles eine Lösung, legal. Ja, wir reden hier nicht von Illegalitäten oder sonst was. Ja, und das nächste Thema ist ein Thema, wo auch immer wieder glüht. Also in meinen Kommentaren, in meiner Kommentarspalte und in Videos immer wieder kommt man darauf zurück, ja, du darfst ja in Thailand kein Haus besitzen, du darfst ja kein Land besitzen. Das muss ja immer 51% Regel einem Thailänder gehören, etc. Und das ist auch absolut richtig. Das ist absolut richtig. Das ist auch ein Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte, das ist ein Punkt, den man mit Vorsicht genießen muss, ja, definitiv. Das ist tatsächlich so, du kannst hier kein Haus besitzen, so wie du es jetzt in Europa kennst, in Deutschland kennst. Du kannst hier das nicht besitzen, weil du es gezahlt hast, gehört es nicht dir. Also das ist hier in Thailand einfach 51% Regel. Das gehört immer einen Thailänder zu 51%. Also du bist eigentlich außen vor, wenn es irgendwo Stress gibt. Keine Frage, das ist auch ein Punkt, wo mir ganz wichtig ist,
überlegt es nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern 300 Mal, ob ihr wirklich hier was kaufen wollt. Aber man kann sich absichern, Freunde. Man kann sich absichern, wenn man es doch möchte. Es gibt die Möglichkeit Nutznießervertrag, es gibt die Möglichkeit Chanot. Und ich bin im Chanot eingetragen. Chanot ist die Landesurkunde vom Land einfach. Und da gibt es eben, dass du dich mit eintragen lässt, dein Name mit allem, pipapo. Und da heißt es dann, dass du auf Lebenszeit dieses Grundstück mit all den darauf errichteten Gebäuden nutzen darfst. Mehr ist es nicht. Das gehört nicht dir, aber du darfst es nutzen. Und das ist ähnlich wie ein Nutznießervertrag. Der Unterschied ist meines Wissens ein Nutznießervertrag, da kannst du das sogar noch vererben. Bei einem Chanot-Eintrag kannst du es nicht vererben. Das heißt, bist du tot, fliegst du aus dem Chanot auch raus und das war's wieder. Wenn ich jetzt irgendwann mal des Älteren bin, dass ich mir denke, boah, ich muss mich jetzt mal um irgendwas kümmern, was ist denn mit, wie auch immer, wo geht denn das alles hin, dann kann man immer noch einen Nutznießervertrag aufsetzen und sagen, du, das geht dann so und so weiter. Ich würde es in meinem Fall eh meiner Frau einfach überlassen, die soll dann da, wenn ich wirklich davor sterben würde, soll die natürlich das Haus nutzen können mit all dem, so wie sie möchte. Also da sehe ich jetzt nicht das Problem, aber da müsst ihr wirklich aufpassen, es ist immer wieder ein Grund, Unsicherheit zu stiften. Das ist immer wieder ein Grund, wo man sagt, ja, aber das kann man ja nicht und das ist gefährlich und Zeug und das ist es auch. Da gebe ich absolut recht, aber man kann sich ja absichern, so wie ich es euch gerade gesagt habe. Oder man mietet einfach. Das heißt, wenn du dich damit unwohl fühlst, mit irgendwie Haus und ich kann es nie wirklich besitzen, hab's aber voll bezahlt und irgendwie komisch, dann miet doch einfach nur. Ist doch ganz einfach. Also das ist in meinen Augen kein Grund, um es schlecht zu reden hier. Das ist ja kein Grund für Negativität und so. Dann miet doch einfach nur. Dieses Video geht um die Hauptpunkte, warum Thailand immer so schlecht dargestellt wird und passt da auf, wenn ihr auswandert und so weiter. Und das ist aber auch richtig. Passt da auf. Aber es ist jetzt nicht dramatisierend, in keinen einzigen Punkt. Ja, es ist einfach auch wichtig zu wissen, dass diese ganzen Vorurteile, die einfach so als Schnellschuss in den Kommentarspalten oft landen, halt einfach auch aus unvollständigen und verzerrten Eindrücken und Informationen resultieren. Das heißt, diese Leute, die da so negativ sich äußern, die waren oft gar nicht hier in Thailand. Die können eigentlich gar nicht mitreden, tun es aber trotzdem, wisst ihr? Und deswegen war mir wichtig in dem Video, dass man einfach mal drüber redet und dass ich meinen Eindruck auch, wie es ich seit Jahren hier erlebe im Land, euch mal schildern kann. Ja. Was mir aber wichtig ist, schreibt bitte mal Kommentare, wie ihr das Thema so seht. Wie seht ihr das Thema Korruption, das Thema Frauen, Gesundheitssystem, Krankenhäuser und was wir sonst alles bequatscht haben. Macht mal euren Standpunkt klar. Würde mich unglaublich interessieren. Vielleicht hat der ein oder andere ja tatsächlich korruptionsmäßig mehr erlebt. Kann ja sein. Jeder lebt irgendwo anders. Jeder hat andere Erfahrungen und das interessiert mich. Haut da einfach mal eure Meinung in die Kommentarspalten. Da können wir alle davon lernen und jeder, der das Video anguckt, kann auch mal ein bisschen durchlesen, was jemand anders dazu sagt. Vielleicht habe ich recht, vielleicht wisst ihr es aber mal wieder besser, Freunde. Deswegen, ich bin gespannt. Ich freue mich aufs nächste Video, meine Freunde. Bis dann, ich wünsche was, euer Stefan. Peace!